Willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir haben im letzten Part weltweit 4 so eine Schreinerei gezockt. Das war ein Loren-Level, zumindest zeitlich auch ein Boot-Level, wo wir im Boot waren. Aber dasselbe Prinzip. Und dann noch Welt 2a Emmentaler Stollen. Und hier ist gleich 2b und ich denke mal 2b können wir anschließend auch noch machen. Und somit kommen wir dann auch nochmal ein Stückchen weiter. Let's go! Handkäse mit Ratzfratz. Ratzfratz aus Pokémon, oder was? Auf jeden Fall wieder Käse. Und ist hier irgendwas? Leider haben wir momentan kein Diddy. Ich hoffe mal, wir kriegen noch einen Diddy. Das wäre sehr, sehr freundlich. Oder zumindest Dixie. Na gut, Cranky wäre vielleicht hier bei den Stacheln auch nicht schlecht. Und natürlich hier wieder diese Mäuse, die wir schon aus dem letzten Level kennen. Und da ist auch etwas. So, da versuche ich mal... Na, nehmen so nicht. Und so, genau so. Komme ich rüber, ein Bonus-Level. Dann wollen wir das doch mal versuchen zu schaffen. Aha. Komm, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir hin. Das ist relativ machbar. Oh ja. Wenn ich das hier schon so schnell alles hinkriege, perfekt. Und zack. Das war ja wirklich mal easy. Wunderbar. So, Achtung, nicht in die Stacheln hinein, sondern gleich hier hoch. Und weiter geht es. Hier links ist diesmal nichts. Das sah zuerst so aus, aber nur auf den ersten Blick. Oh, die Fackeln hier auch mega schön. Ich finde ja sowieso dieses Spiel optisch sowas von mega geil. Wurde ja auch auf der Switch nochmal neu veröffentlicht. Und auch mit ein paar Verbesserungen. Ich glaube auch die Grafik ist noch ein Tückchen besser. So, wo geht's jetzt hin? Moment mal. Das ist eine Rakete. Oh nein, Sonnenlevel, stimmt, an die kann ich mich gerade auch dran erinnern. Oh nee, das kriege ich niemals. Ja gut, da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich kann mich jetzt wieder an diese Level erinnern. Ich habe ja das schon mal bis auf Welt 3 gespielt, daher auch dieses Level kenne ich. So wie sehen, aber natürlich sagt mir jetzt dieses Level nichts mehr, außer dass ich weiß, dass es diese Raketenlevel gibt und dass die arg schwer sind. Naja, was ich sagen wollte, ja, auf der Switch wurde das ja auch nochmal neu gemacht. Und so ein paar Verbesserungen gibt es halt da, wie zum Beispiel die Grafik oder halt, dass die Ladezeiten auch kürzer sind, weil die Ladezeiten hier in dem Spiel sind ja auch relativ lang. Muss ich auch immer einen Cut setzen. Und ein Puzzleteil wird bestimmt sein, hier sammle alle Bananen, die irgendwo aufkreuzen. Das sehe ich jetzt schon. Ne, da ist ein Puzzleteil. Ja, Moment, das war jetzt intuitiv eingesammelt. Das finde ich ganz gut. Und da ist das O, das will ich auch haben. Ja, die Level sind extrem schwierig, weil man halt auch sehr, sehr schnell sterben kann. Und jetzt ist hier alles dunkel. Ja, Moment. Ja, bestimmt gibt es hier rauf irgendwo ein Puzzleteil, wenn man irgendwelche Bananen einsammelt. Nur das Problem ist, dass es solche Stellen wirklich viel gibt. Da war das N, das hat man noch gesehen. Sehr schön. Kriegen wir wenigstens KONG? Das wäre natürlich super. Ach, da unten ist ein Puzzleteil. Das habe ich zu spät gesehen. Muss ich nochmal nachholen. Okay, was kommt denn da jetzt? Großer Käse. Ganz großer Käse. Riesiger Käse. Oh, ja, moin. Da ist ein Leben, okay. Und ich muss darauf achten, wo das G bleibt. Weil das G möchte ich natürlich haben. Oh, das Herz brauche ich. Danke. Aber, na gut. Das Herz gleich wieder verloren. Das ist jetzt so. Huiuiui. Das war knapp. Aber es hat alles hingehauen. Da ist das G! Nein! Nein! Aber gut. Wir haben ja hier einen Checkpoint, bedeutet, da kann ich gleich an dieser Stelle weitermachen. Ja, moin. Ah, die Tode manchmal sind hier aber auch wirklich unfassbar. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Tote hier im Let's Play. Und ich hoffe mal, es gefällt euch auch. Aber ich denke mal schon. Tote sind doch was Tolles. Dann versuchen wir das nochmal neu hier zu machen mit dem Käse. Und wenn das nicht hinhaut, ja gut, dann versuchen wir es halt nochmal neu. Ach, ist das... Das ist doof. Aber gut, versuchen wir es weiter. Ich mag ja schwere Level und generell auch Welt 2a war ja auch schon sehr, sehr schwierig. Fand ich. Und ich freue mich schon auf das eine Level. Was hat denn, das hatte ja einen bestimmten Buchstaben. War das ein S? War das
1S halt in der ersten Welt. Oder wie hieß denn das? Ja, toll. Zuerst darf man nicht unten lang, dann darf man nicht oben lang. Sondern andersrum. Mann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was diese schweren Level für einen Buchstaben hatten. Auf jeden Fall auf dieses freue ich mich halt schon auf in dieser Welt. Das wird wieder richtig fällig. Das dauert ja auch nicht mehr lange. Wir sind ja schon sehr, sehr weit in dieser Welt fortgeschritten. So, hier. Jetzt unten lang. Genau. Ey, wo habe ich mich jetzt treffen lassen? Ach, na toll. Wir waren in dem einen. Wir waren beim ersten Versuch noch so gut. Aber jetzt. Aber es ist Luft wieder nach oben. Sehr schön. Das sieht doch schon wieder besser aus. Aber der Käse kommt immer näher. Okay, das G haben wir. Wunderbar. Jetzt kann es weitergehen. Auch ein neuer Bereich. So easy. Oh, das sieht doch wieder grafisch mega geil aus. Mann, oh Mann. Und da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Uhu. Wie viele Puzzleteile gab es denn überhaupt insgesamt? Wie viele Puzzleteile haben wir überhaupt? Ich weiß es nicht. Da drüben gibt es noch was. Warte, da. Ja, sehr schön. Rübergekommen. 3 von 5. Also, eins haben wir auf jeden Fall ausgelassen. Das haben wir ja gesehen. Und eins, keine Ahnung, wo das letzte ist. Level ist auf jeden Fall abgeschlossen. Das finde ich auch gut so. Und dann hole ich mal alles nach, was uns fehlt. Aber auch schönes Level trotzdem. Aber ich hoffe jetzt auf ein normales Level wieder. Aber ich denke, was werden wir kriegen. Aber da oben gehen wir sowieso noch nicht hin. Ich hole erstmal die 2 Puzzleteile. Ja, das Puzzleteil haben wir. Sehr schön. So, das Puzzleteil haben wir, aber eins fehlt noch. Dafür muss ich bestimmt Bananen einsammeln. Das ist doch bestimmt klar. Aha! Oh, gut, dass ich das noch bekommen habe. Übrigens, ich werde euch jetzt nicht die einzelnen Tode einblenden, da diese hier immer dieselben waren. Weil ich hatte schon die Ahnung, dass es entweder am Anfang sein... Och, toll. Sein muss. Oder am bei dieser dunklen Stelle. Das gab am meisten Sinn. Und hier war es ja dann auch so. Und ich bin halt da lang gefahren, habe die Banane nicht bekommen, bin runtergefallen, gestorben. Und dasselbe mehrmals jetzt. Darum habe ich auch nur noch ungefähr 90 Leben. War noch alles im Rahmen. Allerdings, ja, ihr wollt auch nicht 10-mal hintereinander denselben Tod sehen. Von daher lasse ich das einfach. Ich hoffe mal, ihr seid damit auch zufrieden. Das wäre schon ganz gut. Sagen wir es mal so. Jo. Okay. Puzzleteile sind komplett. Und ja. Dann können wir im nächsten Level auch die Leben ruhig wieder auffüllen. Und zwar hier oben in Welt 2.5 Luftschloss Romantik. Und das war sowieso gerade ein Level, was fürs Failen vorprogrammiert war. Bedeutet, bei normalen Leveln, wo man halt nicht so viel fällt, da werde ich auch weiterhin die Fails einblenden, damit ihr es auch seht, wo fail ich überhaupt, während ich irgendwas sowieso rausschneide. Aber wir wollen jetzt dieses Level hier erstmal zocken. Oh, das Laden war jetzt mal gar nicht mal so lang, okay. Und das sieht natürlich auch wieder von der Kulisse her mega geil aus. Kann ich hier rein? Nein, mal wieder nicht. Wir hatten schon mal so ein Haus am Anfang. Und lauter Sonnenblumen. Ui. Ah, dich baue ich doch bestimmt für irgendwas. Nämlich. Das war so dumm. Mann. Wie vorhin, als ich neben das Fass gesprungen bin. War genauso bescheuert. Ach, Manno. Also heute habe ich auch mal wieder Fails hier. Das ist nicht wahr. Und Dixie kriegen wir. Aha. Na gut, dann nehme ich doch mal hier Dixie. Mal hier hochspringen. Und da kommen Pinguine angeflogen oder was? Ja, da sind sie. Okay, was gibt's hier hinten? Oh, hier drinnen. Bananen zum Einsammeln. Für eine Münze. Ja, gut. Und ja, moin. Was sind das für fliegende Pinguine? Ach, Lianen. Wie ich sie liebe. Da am besten gleich ZR gedrückt halten, damit da schon mal nichts passieren kann. So, hier eine Banane. Nehme ich mit. ZR weiter gedrückt halten. Ein Glück kann ich mit ZR sonst weiter nichts machen. Bedeutet, das kann ich ohne Probleme wirklich
gedrückt halten. So, hier und zack. Wunderbar. Sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Was sind das für Bananen da? Okay, da alle zu bekommen, das könnte ein Herzteil, ein Puzzleteil wert sein. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Apropos Puzzleteile, wir hatten bisher noch gar kein Puzzleteil. Yeah! Aber kein Puzzleteil, schade. Und schon erster Checkpoint und noch kein Puzzleteil? Das ist ungewöhnlich. Das ist mehr als ungewöhnlich. Okay, hier. Hier ist ja irgendwas. Moment, da? Da gibt es ein Puzzleteil für, da bin ich mir sicher. Bestimmt auf Zeit. Okay. 1 von 5. Okay, hier gibt es nicht so viele Puzzleteile. Genauso wie im letzten Level. So, dich da hinten mal weg. Aha, damit schwebt es auch ein bisschen höher. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall wieder ein Level mit einem neuen System, was man so an sich ja noch nicht gesehen hat. Diese Heißluftballons halt hier. Oder generell Heliumballons könnten es natürlich auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Sieht eher nach Helium aus, weil beim Heißluftballon müsste ja so ein komisches Gerät da unten sein, so ein Feuer. Yay. Münzen. Ein Glück kann man auf diese Dinger so oft drauf springen, wie man will. Und das gibt sogar ein Puzzleteil. Okay. Nehme ich gerne mit. Nummer 2. Und guckt euch doch mal wieder den Hintergrund an mit der Hütte da. Ist das nicht schön? Ich finde das mega schön. Okay, jetzt geht es auch in den Hintergrund. Aha. Was ist hier nun los? Moment mal. Da unten die Spitze, die macht mir dann doch schon irgendwie Angst. Aha. Aha. Jetzt geht es in die Lüfte. Okay, da kann man Bananen kriegen. Aber man kriegt natürlich nicht alle auf einmal. Aber das O will ich haben. Das O. Haben wir das? Haben wir das K schon? Ja, das hatten wir schon. Okay, gut. Nicht, dass ich hier irgendwas ausgelassen habe, aber ein Glück nicht. Wie geht es nun weiter? Ach, Trampoline. Sehr schön. Wie ich die liebe. Aber an sich, die Steuerung passt sogar. Manchmal sind ja so Trampoline, gerade im Mario-Universum, eher nicht so beliebt, weil man immer im richtigen Moment drücken muss. Muss man hier auch, aber das passt eigentlich vom Timing her. Hier gibt es nochmal Dixie. Und was ist hier drin? Eine Banane. Okay. Dann wollen wir mal hier weiter. Ey, ich war doch mal wieder da drauf. Schon wieder dieser scheiß Bug, den wir schon öfters mal hatten. Ja, ein Bug ist das ja nicht, eher nicht so, aber war ja schon wahrscheinlich vom Entwicklerteam gewollt. Aber dennoch ist es einfach nur Abfuck, wenn man eigentlich schon drauf ist und dann das trotzdem nicht gezählt wird. Das mag ich überhaupt nicht. Aber naja, was soll man machen? Kann man nichts tun. Einfach nur akzeptieren. Und da unten ist ein Puzzleteil. Wie soll ich denn da rankommen? Okay. Warte. Aber das hat mit dieser Plattform irgendwie was zu tun. Aha. Aha. Okay. Coole Idee. Gefällt mir. Weiter so. So. Hier mal die Bananen einsammeln. Zack. Eine Münze. Ja, damit. Da oben gibt es das N. Das will ich auch mitnehmen. Und so an sich haben wir bisher alles gefunden. Vielleicht finden wir auch dieses Mal alles auf Anhieb, ohne dass ich das Level nochmal neu machen muss. Das wäre mega gut. Aha, da kommen wieder diese fliegenden Pinguine. Gerne. Die fliegenden Pinguine waren ja nicht schlecht. Ah, egal. Ich will hier alle Bananen kriegen, falls es dafür ein Puzzleteil gibt. Obwohl hier schon ein Buchstabe. Und Puzzleteil gibt es hierfür nicht. Okay. Na egal. Ich habe trotzdem alle mal eingesammelt. Und weiter geht es. Das war das Ziel. Ich denke mal, dahinter wird es noch ein Puzzleteil geben. Weil die Ballons müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja, richtig. War ja klar. Dass es hier noch etwas gibt. Ein Bonusraum. Und dann haben wir wie viele Puzzleteile? 4, glaube ich, erst, oder? Bedeutet, wir haben dann nicht alle gefunden. Und das ist mal ein neues System. Cool. Ja, das sieht aber sehr, sehr einfach aus. Einfach mal Spam. Okay, hat ein bisschen was mit Glück auch zu tun, dass man alle Bananen trifft. Aber letztendlich einfach drücken und irgendwann kriegt man das schon hin. Irgendwann, oder? Ja, doch. Wunderbar. Und ist das unser letztes Puzzleteil? Nein, wir haben wirklich eins übersehen. Och nee.
Das heißt, das Level muss ich auch wieder neu machen. Da bin ich mal gespannt, wo das ist, weil es ist kein großes Level an sich. Mal sehen. Mal sehen. Wir schalten aber erstmal den Weg frei. Und KONG haben wir wenigstens. Wunderbar. Gut, dann gucke ich mal nach. Moment mal. Ach, da links ist ein Fass. Das hat man gar nicht gesehen. Ach, du Heilige. Und ein Bonuslevel nochmal. Ach, du Heilige, war es gut versteckt. Habe ich gerade nur im Augenwinkel gesehen. Und wieder das. Hatten wir noch ja aus. Dieses Bonuslevel. Vorsicht, nicht jetzt hier verhauen. Das wäre jetzt so arg blöd. Aber wenn man das Ganze in Ruhe angeht, dann passt das auch. Ja gut, 11 Sekunden noch. Das kriege ich doch hin. Zack, wunderbar. Ha. Gut, Puzzleteil ist gesammelt. Wunderbar. Da ist nun alles zusammen. War wieder ein sehr erfolgreicher Part. Und im nächsten Part geht es weiter. Ich weiß, der Part war heute ein bisschen kürzer. Aber muss auch mal sein, denn es fehlt nur noch ein einziges Level und dann natürlich das sehr, sehr schwere Level. Und das ist das K-Level. Jetzt fällt es mir wieder ein K. Also 2K wird im nächsten Part gemacht und vorher noch das letzte normale Level vom Boss. Freut euch drauf, bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye.